So, weiter bei Gothic. Wir haben jetzt Mordra kennengelernt. Aber bevor wir hier uns irgendwie weiter umschauen, oh, schaut euch das mal an. Das können wir öfter erleben. Diese Blitze markieren die Barriere und können ab und zu mal auftauchen. Hier haben wir schon unsere eigene Hütte. Okay, können wir nicht aufmachen. Wartet mal, können wir sie knacken? Verdammt. Wir können sie knacken. Ich hätte ganz vergessen, dass man Schlösserknacken gar nicht lernen muss, um es anzuwenden. Du hast geschlafen, bist ausgeruht. Brauchen wir zwar nicht, aber ich habe trotzdem keine Lust mehr, nachts rumzulaufen. Oh, schön hier. Gehen wir mal da hoch. Butler. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Genau, noch nicht. Uno, reden wir mal mit dem. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Aha. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. Okay. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Aha. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Okay. Na Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Okay. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Lass mal sehen. Klinge 80. Glühende Klinge. Wir nehmen mal den Rohstahl. 40. Nehmen wir mal einen. Gucken wir mal, ob wir es leisten können. Geben wir das rostige Schwert, eine Spitzhacke und die Coin. Aber oh je, kostet das viel. Das Bier bringt uns ja gar nichts. Den Reisschnapp können wir auch mal abdrücken. Den Rest behalten wir. Den Trank will ich auch nicht abdrücken. Karte. Nee. Becher. Die Münzen bringen ja überhaupt nichts. Die Schüssel bringt ein bisschen was. Und 51 Erzbrocken. Ach, was soll's, geben wir heute noch 5 Brocken Erz. Annehmen. Okay, dann probieren wir es doch mal. Erst erhitzen. Brauchen wir nur ganz kurz machen. Dumm, dass diese Deppen immer. Ach komm, piss dich. So, das reicht schon. Ja, geht schnell. Dann. Das einmal. So. Müssen wir noch schmieden und da ist jetzt hier nichts mehr frei. Ich glaube aber, da ist noch so ein Ding weiter unten.
Fletcher. Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Aha, wo bist du denn? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Oh. Bis er wieder da ist, hat Torus nicht hier eingesetzt. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Warum sammelst du denn nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, mach ich, wenn ich ihn finde. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist tot. Hat nicht auch irgendwie das Gefühl, dass er tot ist? Butler. Ich sollte irgendwo noch an einer sein. Der Guy. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Frag mich wie. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Echt? Ich habe doch gesagt, im neuen Lager sind die Sachen billiger. Wenn zwei Leute haben, die beide Schutzgeld zahlen. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Okay. Was sind hier die wertvollen Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Okay, ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Was sind die Vorteile? Okay. Hütte kann ich für mich nehmen. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Okay. Welche von den Hütten... Die Hütte da... Ja, das hatten wir gerade schon. Okay, ich will das Schwert noch zu Ende schmieden, bevor es zu Ende geht. Ah, schön. Gucken wir mal. Nichts drin. Und da. Schinken. Ist in der Truhe was drin? Nein. Negativ. Ah, eine Arena. Und trainiert jemand, okay. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass die... Ich habe mal ein bisschen in Einstellungen rumgemacht. Ah, hohe Performance. Machen wir mal... mittlere Qualität. Hat sich nicht viel geändert. Nochmal. Einstellungen. Grafik. Details hoch.
das hoch, das auf maximal. Ah, schon viel besser. Da vorne ist der Schaffstein. Juhu! Dann gucken wir auch gleich mal. Oh, um einiges besser. Dazu brauchen wir noch Stärke und das müssen wir bei Diego lernen. Und Diego ist ziemlich weit weg. Gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Ich glaube nicht mehr. Wir machen das dann nächstes Mal. Bis dann!